Ja, bist du dumm, Rumatra? Was denn? Ach, das ist eine Koop-Lobby. Ay, yikes. Digga, du redest über meinen Controller. Hä? Mach es jetzt bitte. Was ist das denn? Seit 20 Minuten hier passiert nichts. Ich habe heute nur 3 Stunden. Was ist das? Ich nehme jetzt an, du hast mich. Du bist ja gar nicht auf der Höhe. Du bist derbe Sternhage voll von gestern. So, FIFA 22. Warst du gestern auch auf Tour, oder was? Ja, Rumatra war gestern böse auf Tour. Guck mal, wie der hustet, Alter. Lad mich jetzt nochmal ein. Das ist der Wodka-Husten. Lad mich nochmal ein. Molle de Trimax hier. Aber heute gibt es das allererste Mal das Format. Ich spiele gegen den Zuschauer und jedes Tor, jede Tordifferenz bekommt er 50 Euro. Mein erster Einspielgegner ist Rumatra. Danach wählen wir Leute aus dem Chat aus, weil ich das Ganze gefällt. Das Format wird öfter kommen. Einfach den Kanal abonnieren. Danach werde ich mich noch für die Weekend League qualifizieren. Die Weekend League wird kommen. Streamer-Turniere. Kommt noch richtig viel. Einfach dranbleiben, dann verpasst ihr nicht die geilsten Highlights. Und jetzt muss ich erstmal richtig Rumatra vernaschen hier. Okay, auf ein gutes Spiel, Mann. Wie ist dein Team? Das hat gesagt, du hast Potenzial, aber du hast lange nicht zum Training erschienen. Ja, ich bin lange nicht zum Training erschienen. Das ist richtig. Ich bin übel beim Training erschienen. What the fuck, dude? Das ist einfach ein waschechter Fehlpass. Respekt, dude. Was war denn deiner? So nämlich. Schön vorgelegt. Stabiler Flachschuss. Schusshilfe in untere Ecke. Alles neu. Das waren 3 neue Mechanics, die ich gelernt habe. Und dein Spieler ist einfach weggelaufen von meinem. Ja, richtig. Ah, ich wusste, dass dein Spiel ist geil. Oh, jetzt ist er unsicher. Ah, Hilfe. Ich spiele nur gegen Riesen. Alter. Maradona mit Dead Eye. Weitschuss 99, Schusskraft 98, Effi 99. Dafür geben wir ihn das. Ich mache ihn langsam und schwach und er kann gar nichts. Aber er kann das Ding von dort in den Winkel. Oh, gut. Aus dem Strafraum, Rückpass zum Torwart erstmal. Aber wenn es klappt. Hey, what the fuck? Rückpass, okay, egal. Boah, was macht der denn für einen Hechtsprung, Alter? Boah, was? Den Fischer dann raus. Ey, und Jeepers hat einfach gewonnen, oder was? Ja. Einfach 4-0, dass die Game gewonnen, oder was? Ja. Kein Witz, Mann. Aber auch mit Leichtigkeit hatte ich irgendwie das Gefühl. Mann! Oh, danke. Come on. Oh, wieso fällt der? Er hat ihn doch ja, vor sich. Ja, warum fällt er da wohl? Wäre es nicht super beschissen gewesen? Einfach... Passiert manchmal. Wenn er da nicht gefallen wäre, der wäre drin gewesen. Ja, einfach um sich zu brechen. Da ganz außen. Du machst dir all den Stress. Clean. Nur für einen. Clean. Richtig clean. Richtig schöner Querpass über alles. Richtig schön. Also das war einer der coolsten das war der beste Seitenwechselpass, den ich hatte. Was? Na, fick dich. 50 Wie Euro. Schlecht. Immerhin. Hä? Was? 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 Immerhin 50 Euro. Die nehme ich noch mit. Ja, hast du nicht gesagt, für jedes Tor 50 Euro? Tordifferenz. Oh, was? Ich hab's nicht verstanden. Ey, das ist ja unbedingt mit reinschneiden. Das ist mein Highlight. Das ist so geil. Tordifferenz. Naja, immerhin 50 Euro. Ja, ach, den hält er fest. Aber war mein erstes Tor, was ich gegen dich geschossen habe. Ja, das ist gut. Aber wie, du? Ich hatte ihn ja schon. Aha, du hattest ihn schon. Das war ein Tor. So langsam sehe ich die Lücken in deiner Verteidigung, Max. Sehr gut. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Na gut, es ist verloren, aber... Werner. Es ist der Werner. Oh, gehst du nochmal in die Verlängerung? Schade, hättest du gerne noch mal was gemacht. Ey, 3-2 ist bis jetzt das beste Ergebnis, was ich glaube ich hatte. Wer ist er denn jetzt direkt? Gegründet Oktober 2015? Digga, wie random. Wer ist denn Chef Decker? 86er Angriff seit 2000...
Das ist ein Sweater, scheiße. Scheiß, direkt mauern, mauern hinten. Scheiß auf den Sieg, wir müssen mauern. Der kann sich nach dem Game eine zweite PS5 holen. Digga, warum direkt der? Digga, hier stehen 1000 Namen drin. Ich suche mir einen aus. Es ist Chef Decker. Seit 6 Jahren spielt er Competitive FIFA und hat einen 86er Angriff. Wo kann ich sein Team sehen? Okay, 50 Euro pro Tordifferenz. Viel Glück. Der erste Kandidat überhaupt. Und direkt ein Ich dachte, hier kommen auch mal Leute chillig mit einem Bronze-Team. Digga, das war der beste Pass meines Lebens. Wichtig, das ist gut, das ist gut. Holy shit. Jetzt scheuert. Dann wird auch richtig gespielt. 50 Euro pro Tor, da ist natürlich... Das ist gut, das bricht ihn erstmal früh. Eldos und Mo besiegen mich mit einem Null-Coin-Team. Die besiegen mich mit einem Full-Silber-Team. Oh, was? Digga, was ist das? Digga, hab ich einen Puls, was ist das? Ich bin aufgeregter als der Spieler. Oh nein! Oh, ich habe ganz schön viele Chancen. Jetzt müsste ich aber auch mal, jetzt muss aber... Der ist spielerisch viel besser als ich. Und dann hat er noch das Team. Oh mein Gott. Der kann das auch noch. Das kann der auch noch. Der kann die hoch in kurzen Winkel. Oh, meine Fresse. Da leck mich. Der ist doch, der ist so krank. Ey, der hat locker gerade erwartete Tore 3 oder 4. Eigentlich müsste es hier schon 3-1 stehen. Das wird noch ganz übel enden. Was ist das für ein erster Kandidat? Wie ruhig. Ich spiele ruhig. Der hat die Räume und die Spieler. Der ist hinten noch stärker als vorne. Ah, hier Walker, Varane, Mondi, Dembélé. Da war es gerade. Was macht Blank denn hier? Blank? Oh gut, hört nicht noch einen Pass. Ganz ruhig, der steht so sicher vom 16er. Oh, schön. Ja! Digga, Hullet ist so geil. Was hat der heute für einen Tag? Der holt sich hinten jeden Ball und macht die von da rein. Oh, ein Fehlpass im Aufbau, direkt bestraft. So wichtig. Oh mein Gott, der Look war perfekt getimt. Jetzt klappt aber auch alles, jetzt klappt aber auch alles. Oh mein Gott, so wichtig, so wichtig, so wichtig. Und zustellen. Das war ein bisschen lucky, bisschen luck, ein bisschen Glück ist auch immer dabei. Schön hoch und... Oh! Die kleine Pelé kommt auch noch mal ganz kurz zu Wort. Wir haben mal ein bisschen mitreden hier. Rullet genial. Ach. Oh, es ist vorbei! 19! Oh mein Gott, ich habe noch nie so doll nicht auf die Zeit geachtet. Holy shit! Holy shit! Krankes Game. Das war extrem spannend. Der war in der ersten Halbzeit besser, ja. In der ersten Halbzeit ging es sehr viel. Ein würdiger erster Gegner, ja. Geiles Game. Sehr stark gespielt. Ach, come on! Was ist denn mit den Leuten? Wo sind denn die Silberteams? Wo sind denn die Bronze? Scheiße, schon wieder 85er. Ich will doch jetzt mal... Ich will auch mal überlegen sein. Ich will hier mal einen richtig auseinandernehmen. 2013 gegründet. 2013. Der spielt 8 Jahre FIFA. Auf ein gutes Spiel. 50 Euro pro Tordifferenz. Viel Glück. Ja, sorry. Habe ich dir wohl dein Bein abgerissen. Mein Fehler. Macht doch so safe einen Pass. Niemals schießt der. Der war Elite 1 in FIFA 21. Woher weißt du das? Scheiß drauf, das ist übel klar. Das ist wichtig! Ey! Die hauen erneut alle immer in die Fresse. Der zieht ihn einfach ein Ding in die Schläfe, dass ich kurz bewusstlos bin und dann liege ich da. Boah, krank. Oh, was? Das war nur ein knappes Abseits. Oh, das wäre so wichtig gewesen, Mann. Oh mein Gott, Yashin, Legende. Kurze Ecke. What? Was macht der denn? Das kenne ich nicht, den Schuss. Oh, was? Kranker Trick. What the fuck? Was macht denn der? Der macht auch aus jedem Winkel eine gefährliche Chance. Was soll das?
Ja, haben wir auch mal was. Auch mal. Zählt der Torschuss? Ne, Pfosten ist Torschuss. Für die Statistik ist das gut. Ich wüsste es doch. Und was ist das denn? Martial 1-0. Was? Wer 9, Mann? Der hat echt so beschissenes Passen. Das ist so krank, ne? Ey, Rumatra, bist du da? Guck es dir bitte an. Guck es dir an, wie heftig man mich hochnehmen kann. Mit einem Martial. Guck dir das an, der ist so krank. Ich seh's alles, ich seh's alles. Siehst du's? So beliefst du jetzt? Beliefst du jetzt? Ja, es ist wunderschön. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt. Ja, aber beliefst du jetzt, wie man mich ficken kann mit einem so einem Team? Ja, ich weiß. Ich merk's jetzt. Wie viel ist dein Team? Ich bin chancenlos. Was schätzt du, was dein Team wert ist? Martial, sogar? Was kostet Martial? Der ballert mir die Hütte voll und Ben Yedda. Was kosten die? Insgesamt so, schätzungsweise. Pff, weiß nicht, kann man dir aber gleich sagen. Ich warte, ich schau gerade in Chat. Irgendwer im Chat muss es wissen. 300k Team? 350, 300k. Okay, krass. Mein Team ist mir gar nicht. Also, mein Team kostet auch. Ben Yedda 50k. Was kostet Martial? 10.000? Höchstes 300k Team. Das Ding ist, mein Team kostet auch 200k circa. Ja, ja, da kommt, so das heißt, ein Team kommt ganz so schnell hin. Ja, und der Typ kann auch ruhig mal. Der, also, ja, komplett. Also, ich sehe gar keine Chance. Die komplette Verteidigung mit meinen Sechsern spielt der perfekt aus. Ich weiß gar nicht, wie. Also. Guck mal, wie der da. Was macht der? Was war das? Der läuft. Wieso konnte mein Verteidiger den Ball nicht nehmen? Ich hab dann immer. Ich sehe sowas und dann habe ich Bock, selber zu spielen, aber dann krieg ich übel aufs Maul und bin gebrochen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt nervig. Das ist so ein bisschen. Dreieckspässe gehen nicht, durch die Mitte geht nicht, Flanken geht nicht, Fernschüsse gehen nicht. Ich habe jetzt 4 Taktiken durch, wie ich ihn mir holen könnte. Was macht der? Digga, was? Martial schon wieder! Mit einem 10k-Spieler ballert der mir die Hütte voll. Chancenlos! Holy shit! Der nimmt Vieira, Hullet und Maldini hops und ballert das Ding in den Winkel bei Yashin. Guckt euch das an! Der steht hinten wie eine 1. Ich glaube, der ist hinten sogar noch stärker als vorne. Und vorne macht er mich völlig aus, nimmt er mich völlig auseinander. FIFA ist heftig pay to win. Aber mit Skill. Guck mal, wie er das. Es ist Wahnsinn. Aber mit Skill, guck mal, Mo Auber besiegt mich ja auch mit einem Silberteam 5-0. Ohne Probleme. Und der Typ gewinnt 10 von 10 Games gegen mich mit Martial. In Clash Royale bist du 4 Level über den Gegner und man kann nicht gewinnen, selbst wenn du Weltmeister bist, das geht nicht. Und hier kannst du mein Full-Icon-Team so zerstören, so auseinandernehmen, wie du möchtest. Elva, keine Chance, krankes Dribbling. Wie teuer ist mein Team? 42 Millionen und seins, glaube ich, so 300.000. Wo macht er hin? Mitte. Ben Yedda, 4-0. 200 Euro kriegt er gerade. Der shittet mich so zu. Nach hinten schummt der Rullet ab. Der antizipiert den Rückpass und schirmt den Raum, den Spieler und rullet ab. So heftig. Mit einem Verteidiger. Oh mein Gott, fast Eigentor. Ecke. Hält der Torwart mit dem Kopf, hält er den Lupfer. Mit dem Kopf hält der Torwart den Lupfer. Mit dem Kopf. Also ich bin froh, dass es nur ein 4-0 ist bei dem Typen. Bei dem ist ja jeder Angriff absolut gefällt. Krank. Fertig. Fertig. Wisst ihr noch letztes Jahr, wo wir das Format auch gemacht haben und es nichts mehr ging, weil jeder Gegner so war? Hier schreiben 1000 Leute Namen rein und von 1000 Leute picke ich mir einen raus. Hast dich wacker geschlagen? Ja. 4-0 geht noch. Schreib mein Mod deinen Namen, ne? 200 Euro für dich. Glückwunsch, sehr geil. Aber ja, völlig drüber. Oh, nice. Hier ist jemand witzig. Der heißt Maxi Football. Namen reinschreiben und er hat den Gag gebracht. Er war erst der 7900ste, der den Gag gebracht hat. Der Name ist Fixie Hartmann. Krass. Also ich fand ihn so die ersten 7866 Male nicht so witzig. Aber jetzt so noch das einmal mehr, ich glaube, dann wird er lustig mit der Zeit, ne? Das ist genau mein Humor. Mein Humor ist auch ein Bann. So, das ist auch witzig. Finde ich zum Beispiel lustig jetzt an der Stelle. Da hat jeder so verschiedenen Humor. Du findest Fixie Hartmann lustig, ich finde einen Bann lustig. Und so muss man auch einfach einen Kompromiss am Ende finden. Wenn euch das gefällt, einfach dranbleiben, ab und zu mal im Livestream vorbeischauen. Für die geilsten Matches und Highlights gibt's das Ganze auf YouTube. Abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Meinung in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, tschüss.